Sprechen Sie. Ich würde zukünftig vorschlagen, wenn wir mit einem Tatverdächtigen nach einem Schusswechsel ins MD fahren, mindestens eine Streife dazu zu holen, die den Übergang vom RTW in die Behandlungsräume absichern. Das heißt, immer Verstärkung, immer C90. Richtig. Weil, also ich habe es jetzt am eigenen Leib erfahren, das ging so schnell, der Typ war so penetrant, er hat auch nicht meinen Aussagen gehorcht, aber bevor man da irgendwas umsetzen kann, ist die Waffe da übergeben oder was auch immer. Irgendwas, ne? Das geht da ratzfatz, also Verstärkung bei MD-Übergabe. Ja. Würde ich so vorschlagen, dass wir das zukünftig als Standardvorgehen einführen. Ja, weil auch nicht immer ein Sicherheitsdienst im MD vor Ort ist, um das da abzusperren. Ist kein Problem. Und die machen da ja, was sie wollen. Habe ich ja. So mit Kief. Ja, ebenso hat mich jetzt der Herr Brown auf die Idee gebracht, nochmal alle Krankenwagen zu durchsuchen nach der Waffe. Vielleicht ist die da irgendwo noch, hat er die irgendwo da drin versteckt. Wenn Sie das okay geben, würde ich mit zwei Rekruten ins MD fahren und würde alle Krankenwagen mal kurz durchsuchen mit der Frau Krishna, wenn die dafür Zeit hat. Ja, machen Sie. Können Sie es gleich als Ausbildungseignung machen und verkaufen Sie das in diesem Zusammenhang auch als Ausbildung mit. Also, dass Sie logischerweise die Waffe suchen, aber das auch gleich als Ausbildung mitmachen. Genau. Das wäre sehr wichtig. Ja. Und dann nochmal wegen dem Herrn West jetzt. Ich habe vorhin mit der Staatsanwaltschaft, wie gesagt, schon gesprochen. Und die wären da gegebenenfalls dabei. Ich würde den gern für im Laufe des Abends hier einladen und mit dem sprechen, um das rauszufinden, ob das die Waffe ist oder nicht. Ja. Der wird sehr wahrscheinlich den Herrn Krishna mitbringen. 90% würde ich sagen. Der Herr Krishna hat mich gerade angerufen und möchte auch noch unterlassene Hilfeleistung mit in die Strafanzeige aufnehmen. Unterlassene Hilfeleistung muss unbedingt verschwinden, gut, dass Sie sagen. Ja. Was ist das eigentlich für ein beschissener Paragraph? Ja, also ich weiß nicht, was da abging. Ja, ich habe nur die Aussagen gehört und ich bin gestern, also heute Nacht noch mit dem Herrn West, mit dem Herrn Washington um 1 zu Frau Krishna gefahren und haben ein ärztliches Gutachten erstellen lassen. Da hat er die erste ärztliche Versorgung überhaupt erst bekommen. Vorher wurden nur die anderen beiden versorgt. Das ist seine Aussage. Habe auch nur ich gemacht, weil der Herr Maltas da nicht mehr mit ihm hinfahren wollte, weil es ihm dann zu spät war. Deswegen bin ich mit dem Herrn Washington dahin gefahren. Ja. Ja. Und ich hätte halt vorgeschlagen, dass Sie vielleicht bei dem Gespräch mit dem West und dem Krishna dabei sind. Da können Sie sich mal selbst ein Bild von dem machen, von dem Ganzen. Ja, ich will aber nur zuhören, weil ich habe keinen Überblick. Ich will mir das anhören. Machen Sie das bitte. Einfach Eindruck, wenn Sie da dabei stehen. Dabei sind und ja. Gut. 20 Uhr haben wir jetzt noch diese Besprechung. Das können Sie dann danach machen. Ich muss jetzt gleich 20 Uhr sowas angepeilt. Genau. 20:30. Gut. Ich muss jetzt mit Brown reden. Sonst noch was? Genau. Ja, nee, dann mache ich das jetzt mit den Rekruten. Okay. Frage, okay. Klingel. Einer von Ihnen geht dann gleich mit zur Leitstelle, unterstützt da ein bisschen, dass wenigstens einer von Ihnen was zu tun hat, ja? Das kann ich machen, ich bin mit Scott. Bist du Rekrut? Beide sind Rekruten. Das heißt, einen könntest du dann Washington mitnehmen. Washington fällt raus. Den anderen würde ich mitnehmen schon mal. Okay. Zum MD-Durchsuchen von Fahrzeugen. Alles klar. Ja, so, dann hole ich mir noch einen Rekrut und dann geht's ab. Ja, sagst du ihm kurz der Leitstelle dann Bescheid, ja? Wer ist Leitstelle? Scott. Scott. Alles klar, mach ich. Brown, wie sieht's mit den Bewerbungen aus? Sind Sie da durch? Da bin ich soweit durch, ja. Wie sieht das aus? Drei von denen haben auf jeden Fall auch Vorerfahrung, sind ja sehr wissbegierig und ich würde bei dreien definitiv sagen, dass wir die nehmen. Was mit den anderen zwei? Ja, der eine, Moment, den haben sie ja schon eingestellt, das war der von gestern. Genau, der ist schon durch. Genau, der fällt halt raus. Dann habe ich jetzt noch den Herrn Blumquist, der war früher schon bei der Polizei, hat dann hier das Justizwesen mitbegleitet als Staatsanwalt etc. pp. Würde mir definitiv zusagen. Dann hätte ich noch den Herrn Thor, ist auch polizeilich erfahren, hat auch Kriminalpsychologie studiert. Ich denke mal, das wäre vielleicht auch nicht ganz ohne. Laut seiner Aussage ist er halt sehr zuverlässig und ehrgeizig. Wo sind die jetzt alle hin? Die stehen draußen.
Brown, tun Sie mir mal einen Gefallen. Schnappen Sie sich jetzt einen nach dem anderen und kommen Sie mit dem mal in mein Büro. Dann machen wir das fertig und danach hat die Frau Smith die wundervolle Ehre, nach der Besprechung mit all diesen Rekruten eine Begehung zu machen. Das ist richtig. Und dann machen wir das so. Ganz kurz, Chief. Ich habe mir das rausgenommen und habe gestern und vorgestern Verbandskästen besorgen lassen. Die sind im Labor hinterlegt, im Schrank, im Medizinschrank. Ja. Da liegen gerade im Moment 60 Stück und oben im PA-Office auch nochmal 20 Stück. Ja. Das heißt, jeder Officer, der einen Verbandskasten rausnimmt, nimmt sich da einen nach. Punkt. Aus den Fahrzeugen. Jeder, der aus den Fahrzeugen einen rausnimmt, nimmt sich da einen nach, meinen Sie? Genau. Ich werde jetzt diesbezüglich auch eine Ansage in der Besprechung machen. Machen Sie sich keine Sorgen. Herr Scott hat mir gerade gesagt, mit den Fahrzeugen, mit dem Tanken, wir hatten gestern folgenden Fall, 1043. Wir wollten hier unterstützen, weil der hier vorne lang gefahren sind, haben ein Auto ausgepackt. Leer, ich weiß. 4 Millimeter Tank. Ja, ich weiß. Auch dazu gibt es eine Ansage, Smith. Ich kümmere mich drum. Wir sind jetzt 13 Mann mit Herrn Scott in der Ausbildung. Langt jetzt. Gut. Also da brauche ich nicht mehr eigentlich. Aber der Scott ist kompetent. Ja, deswegen habe ich ihn ja reingenommen. Alles klar. Aber danach reicht es jetzt erstmal, weil wir müssen erstmal alles koordinieren und dann muss ich erstmal mir einen Überblick kriegen, wie viel ich tatsächlich brauche. Alles klar, Smith, ich muss jetzt in mein Büro. Genau. Ich danke Ihnen, Brown. So, Sir, Ihr Name? Schönen guten Tag. Adrian Brachland, mein Name. Brachland. Brachland. Wie das Land, das brach liegt. Genau. Sie wollen sich bewerben, habe ich gehört. Sie haben Vorerfahrung? Richtig, ich habe 6 Jahre bei der Marine in Dänemark in der Seewacht gedient. Dänemark, klingt gut. Sind Sie schon mal straffällig geworden, Herr Brachland? Selbstverständlich nicht. Mal einen Kaugummi weggeworfen? Immer sorgfältig entsorgt. Na, kommen Sie. Vielleicht mal ein Kaugummi, aber das war's dann auch. Ja, vielleicht auch 5. Ah, maximal 4. Was ist, wenn ich da reingetreten bin, haben wir ein persönliches Problem? Ja. Herr Brachland, das ist mir scheißegal. Persönliche Probleme gibt es hier nicht. Meine Department wird nach Fähigkeiten und Kompetenzen geleitet. Das heißt, wenn Sie sich hier bewähren und sich als Rekrut hocharbeiten und an den richtigen Stellen die richtigen Knöpfe drücken wollen, dann beweisen Sie das durch Fähigkeiten und Kompetenzen. Wenn ich dann in Ihren beschissenen Kaugummi reinlatsche und das vielleicht ein persönliches Missgeschick ist, was zwischen uns steht, heißt das nicht, dass Sie Ihre Arbeit nicht richtig machen können, um aufzusteigen. Dieses Department wird nicht nach Vitamin B geführt, sondern nach der Tatsache, dass Sie kompetent sind. Haben Sie das verstanden? Verstanden, Sir. Finde ich gut. Gut, dann würde ich Sie dementsprechend als Trainee und Rekrut einstellen. Wir werden gleich Folgendes machen. Warten Sie kurz ab. So, ich muss gleich noch eine Dienstnummer vergeben. Wir haben gleich 20 Uhr eine Besprechung. Und nach dieser Besprechung, das ist 20 Uhr 10, 20.15 Uhr, werden Sie vor dem Besprechungsraum von der Frau Smith, unserer Leiterin vom Education, einen Rundgang bekommen, eine Einweisung und dann geht es direkt los. Alles klar. Ja gut, ja. Fantastisch. So, warten Sie mal, Brachland. Brachland. Ah ja. Sagen Sie mir mal eine Nummer zwischen 1 und 90, zwischen 1 und 98. Die 68. War frei. Fantastisch. Kommen Sie. Wunderbar. Kommen Sie, folgen Sie mir. So, sehen Sie die junge Frau mit den roten Haaren? Selbstverständlich. Das ist die Frau Smith. Ja, das ist die Leiterin Education. Smith? Warum, ich kaufe eine Waffe. So hat es der Meier definiert. Smith, kann ich kurz? Ja. Das ist Brachland, Rekrut, wird sich nachher auch mit eingliedern. Soll er sich schon umziehen oder soll er hier vorne einfach warten? Ich bin ihm das. Okay, alles klar. Das ist das einzige Stupfen. Fischer, Sie sind dann der Nächste. Sie dürfen den Chief dann kommen Sie, Fisch. Darf ich Ihren Namen abkürzen mit Fisch? Nein. Okay, alles klar, Herr Fischer. Man kann es ja mal versuchen. Ich habe mich gerade nur versprochen, aber ich habe die Chance ergriffen. Alles in Ordnung. So wie die sich die Chance ergriffen haben, sich im Polizeidepartement zu bewerben. Richtig. Fischer war das, ja? Ja, genau. Fritz Fischer, mein Name. Vorerfahrung? Auf jeden Fall. Fantastisch. Fischer, was haben Sie vorher gemacht? Polizist.
davor Bäcker gelernt. Mein Gott, da haben sie aber einen harten Bruch gehabt. Ja, auf jeden Fall. Gebrochen wie das Brot, oder? Ich habe mit der Polizeischule angefangen. Naja. Und Sie haben Interesse, das Department zu unterstützen? Genau, ich möchte meine Berufslaufbahn hier fortsetzen. Alles klar. Gut, Fischer, für Sie relevant. Mein Department wird auf Basis von Kompetenzen geführt. Ja, Sie werden ganz normal den Rekrutenlaufbahn durchlaufen, weil wir ja sagen, Sie haben Vorerfahrung, wir werden das hier überprüfen. Genau. Wenn Sie das in einigermaßen Geschwindigkeit machen, dann werden Sie auch befördert. Sobald Sie Leistung bringen, werden Sie befördert. Für uns spielt es eine große Rolle, hier mit Kompetenzen und Leistungsfähigkeiten umzugehen. Ja, da spielen zwischenmenschliche Sachen gar keine Rolle. Wenn Sie Pfirsicheistee trinken und nicht Zitrone, heißt das vielleicht, dass wir nicht den gleichen Geschmack haben und das heißt nicht, dass wir gut zusammenarbeiten können. So sieht's aus. Und so wird das Department geführt. In diesem Zusammenhang werden Sie sich in das Department eingliedern und Ihren Platz so finden. Ist das verstanden? Auf jeden Fall. Alles klar, gut. Dann würde ich die dementsprechend auch einstellen wollen. Warten Sie kurz. Gut. Kleinen Moment. Schauen wir mal. Mitarbeiter. Ich muss Ihnen gleich noch eine Dienstnummer vergeben. Das dauert immer eine Sekunde. Ja, alles mit der Ruhe. Aha. Sie kriegen dann gleich, gleich auch mehr oder weniger nach der Besprechung. Wir haben 20 Uhr eine Mitarbeiterbesprechung. Police Department Besprechung, kriegen Sie 20.10 Uhr, 20.15 Uhr eine Rundführung von unserer Education-Leiterin, der Frau Smith. Na super. Diesbezüglich geht das dann heute direkt los. Sagen Sie mir mal bitte eine Wunschdienstnummer zwischen 1 und 98. 36. 36, schauen wir mal. Ist vergeben. Weiter. 50. 50. Kein Glück. Alle guten Dinge sind drei, Fischer. 55. Fischer, das dauert mir zu lange. Nächste. 64. 64 hat es geklappt. Super. Mein Gott, gut. Gut. Soweit, so gut. Kommen Sie mit. Gerne. Das da. Smith. Wollen wir jetzt noch einen Durchsuchungsbeschluss? Das ist der Fischer. Ebenso Rekrut. 10 nach 8. Werden wir nach dem Besprechungsraum werden Sie mit der Frau Smith eine Rundfuhr haben. Ja? Genau, wir treffen uns hier vor dem Umkleideraum. Genau. Und jetzt können Sie sich mal umziehen gehen. Da kommt gerade jemand raus. Ich zeige Ihnen alles. Super. Kommen Sie mit. Laster, wollen Sie was von mir? Ja, möchte ich. Dann lassen Sie mich ganz kurz die ganzen Rekruten abarbeiten, ja? Ja, natürlich, kein Problem. So, wen haben wir hier? Das ist der Herr Thor. Thor. Kommen Sie, Thor. Thor wie das Tor. Thor wie das Tor. T-O-R. Genau. Mr. Thor. Schönen guten Abend. Sind Sie mit Vorerfahrung hier? Ich habe Polizeierfahrung, allerdings nicht hier auf dem Staat oder in einem ähnlichen, sondern noch auf einer kleinen griechischen Insel. Ah. Aber ja. Die bankrott gelaufen sind, ne? Ja, war es mir ein bisschen zu ruhig, deswegen bin ich nach Deutschland ausgewandert, habe dort dann Kriminalpsychologie studiert und habe dann von Sie sind der Psychologe. Genau. Und habe dann vom Kommilitonen gehört, dass hier das Leben ganz schön sein soll und auch hier Arbeit ansteht. Deswegen dachte ich mir, ich komme mal vorbei. Ja, sobald Sie in der Uniform sind, werden Sie ganz schnell Ihre Meinung ändern, ob das so schön ist. Wenn Sie die Polizeimarke tragen, werden Sie von denen da draußen nämlich wieder Feind betrachtet. Ist Ihnen das eigentlich klar? Das ist hier, ich möchte nicht sagen, das sind kriegsähnliche Zustände, weil ich kriegsähnliche Zustände schon erlebt habe. Aber was auf der Straße abgeht, das können Sie sich nicht vorstellen. Sie werden bespuckt, beleidigt, vielleicht angegriffen. Sind Sie dafür bereit? Thor. Jawohl. Kriegen Sie es hin? Ja, ich kann mich zusammenreißen. Ich glaube, da bin ich gut geeignet für. Gut, dann versuchen wir das mal. Wir werden Sie auf Basis eines Rekrutentrainings natürlich trotz Ihrer Vorerfahrung erstmal einstellen. In diesem Zusammenhang bekommen Sie von mir die Chance. Ihr Vorname bitte? John. J-O-H-N. Dann müssen wir gleich das System noch befragen, ob Sie eine Dienstnummer aussuchen dürfen. Kleinen Moment. Thor. T-O-R. Da habe ich Sie. Sagen Sie mir mal bitte eine Zahl zwischen 1 und 98. Die 13. Sind Sie sich sicher? die ist schon vergeben. Da hatte jemand eine dümmere Idee als Sie. Und die war schneller. Na, okay. Dann die 55. Vergeben. Die 66. Bestimmt vergeben. Ja. Okay. Die 22. Die hat funktioniert. Bitte. Alles klar. Ich hätte noch zwei Fragen an Sie. Ja.
Entschuldigung, wenn ich Ihre Zeit auch aufraub. Und zwar sind Sie zufälligerweise auch für die Flughafensicherheit zuständig? Nein. Ah, okay, dann hat sich das erübrigt. Und dann noch die Frage, ob es theoretisch möglich ist, im PD zu rauchen. Weil ich vorhin so lange warten musste, da wollte ich schon ein, zwei Zigaretten anstecken. Wenn Sie, anfangen vor mir zu rauchen, drücke ich die Kippe auf Ihrer Zunge aus und dann werden Sie, dann werden Sie aber einen Cold Turkey erleben, den Sie so noch nie gesehen haben. Haben Sie es verstanden, Thor? Ja, Sie haben aber auch eine relativ tiefe Stimme. Also Nichtraucher sind Sie bestimmt auch nicht mehr. Thor, seitdem ich 4 Jahre alt bin, habe ich aufgehört zu rauchen. Ach so, und davor haben Sie geraucht? Naja, schwieriges Elternhaus, wissen Sie? Okay. Also alles bitte klar. Nicht im PD, was Sie draußen machen, ist kein Problem. Alles klar, okay, super, da weiß ich Bescheid. Kommen Sie bitte mit. Smith, dass der da behandelt wurde. Ja. Rekrutor, ich übergebe. Wunderbar. Nur noch 3 Rekruten. Ich weiß nicht, ob du da schon was gehört hast. So, das ist die nächste Sache, das ist der Herr Blomqvist, Chief. Ah, Blomqvist. Das ist der letzte. Kommen Sie. Hallo. Kommen Sie rein. Gerne. Blomqvist, Sie kannten den Mr. Brown? Ja, wir kennen uns so vom DOJ-Zeiten noch. DOJ-Zeiten noch. Was haben Sie damals gemacht? Staatsanwalt. Sie waren Staatsanwalt? Ja, korrekt. Was haben Sie jetzt in der Zwischenzeit sonst noch alles erledigt, beruflich? Ich bin von meiner Frau zum MD geschleppt worden. Wir hatten sogar schon das Vergnügen, glaube ich, einmal kurz im MD oder so. Im MD? Ja gut, ich war einmal im MD, das kann sein. Da haben Sie gearbeitet? Bis wann haben Sie da gearbeitet? Bis letzte Woche noch. Ja, gut, das klingt sehr nicht so gut. Haben Sie da jetzt gekündigt? Das ist korrekt, ja. Grund? Nicht-Anwesenheit des Commissioners. Nicht-Anwesenheit des Commissioners? Ich verstehe den Grund nicht. Also ich war ja stellvertretende Krankenhausleitung. Ja. Und uns hat der Ansprechpartner dort gefehlt. Und zwar an die Hände gebunden, diesbezüglich, was so Rangerhöhungen angeht und Beförderungen, weil der Herr Commissioner da gerne selbst nochmal, ja genau, nochmal drüber geguckt hat oder hätte. Aber mit seiner Anwesenheit hat er halt nicht geglänzt. Es muss sagen, Sie reden jetzt davon, dass Sie gekündigt haben. Ich habe die Information bekommen, dass das MD... Nein, ich habe vorher schon gekündigt. Sie waren vorher schon weg. Weil das wurde ja komplett auf links gedreht da. Korrekt. Blomqvist, wenn Sie mir hier Probleme machen, ja? Ich mache keine Probleme. Dann drehe ich Sie auf links. Solange ich hier einen Ansprechpartner habe, den ich ansprechen kann bei irgendwelchen Problemen etc. pp., dann... Ja, das ist kein Problem. Gut. Das ist mir halt tatsächlich sehr wichtig. Ja, meine Tür steht immer offen. Also ich bin 7 Tage die Woche da. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Außerdem haben sie immer Vorgesetzte. Das sollte also kein Problem sein. Ich müsste jetzt nur kurz überlegen. Warum habe ich Ihren Namen schon mal gehört? Blomqvist, setzen Sie mich mal ganz kurz hin. Entschuldigung? Mal kurz. Noch zwei. Sie hatten dem Kollegen die PD Nummer 22 gegeben? Verdammt nochmal, jetzt sagen Sie mir nicht, das ist wieder nicht richtig. Das ist Kulis Nummer. Ja, und? Ist irrelevant. Okay. Danke. Die Telefonnummer von der Krishna. Brauchen Sie die? Ja, haben Sie die? Natürlich. Geben Sie mir einen Moment. Krishna, Amalia 331 668. Tja, irgendwas stimmt hier nicht. Verdammt, habe ich das jetzt hier weggedrückt? Nee. Das, da kommen Sie mal auf Seite, wir können auch nebenbei sprechen. Ich muss den Rekruten da drin stehen lassen. So, die 2 Rekruten für Kiew. So. Geht nur um Folgendes: gegen mich liegt eine Anzeige vor. Angeblich wegen unterlassener Hilfeleistung. Schon allerdings war das am Freitag. Waren Sie der Officer, der in einem silbernen Wagen
vom MD jemand um 2.43 Uhr eine Rechnung in Höhe von 2.000 ausgestellt hat? Nein, nein, das war Freitag bei der Geiselnahme beim Galaxy. Ach, und da war ich ja die Geisel, da war ich ja die Einsatzleitung. Ja. Und ich war die ganze Zeit vorne. Was soll denn dieses blödsinnige unterlassene Hilfeleistung? Ich weiß es nicht. Der Mann, der gesagt hat, er hätte mich erkannt, ist hinten rausgegangen. Also ich habe nicht mal irgendwas von den Leuten gehört, die da hinten waren. Ich weiß von gar nichts. Also muss ganz kurz telefonieren, das da. Habe ich auf jeden Fall so aufgenommen. Kleinen Moment. Frau Krishna. Ja. Ich kann mich erinnern, wir hatten ein Gespräch bezüglich der Situation rund um die Bedrohungslage im MD. Ne? Genau. Können Sie mir dazu ein paar Namen sagen, die bedroht haben sollen? Ich erinnere mich, ich habe hier gerade jemanden in meinem Büro stehen und der Name kommt mir verdächtig bekannt vor und das ist Blomqvist. Ja, genau. Das ja. ist der, der meinem oder den Kollegen am Telefon gedroht hatte, mit, dass er uns eine Kugel durch den Kopf jagen würde. Jesus fucking Christ. Aber gut, dass ich sie gerade mal dran habe. Ja, morgen eine offizielle Dienstbesprechung. Ich hatte das mit dem Waffenverbot jetzt mit Absprache des Commissioners erstmal bis morgen auf Eis gelegt, weil aufgrund dieser Situation oder dieser Bedrohungslage werde ich definitiv ohne funktionierendes Sicherheitspersonal intern im Medical Department meinen Kollegen oder meinen Mitarbeitern erstmal nicht verbieten, eine Waffe bei sich zu tragen. Krishna, das müssen wir jetzt kurz separat auf, da können wir uns separat gerne unterhalten. Ich weiß, dass wir da nochmal miteinander sprechen müssen, aber für mich ist es einfach nur relevant, dass ich jetzt hier jemanden hier habe, der eine Drohung, also gibt es da denn eine Anzeige oder sowas? Nee. Also ich hatte mit dem Chief Justice drüber geredet und wir wollten das Gespräch nochmal suchen. Ich habe gestern mit seiner Frau das Gespräch schon gesucht, mit der Frau Dr. Luna Blomqvist. Und sie meinte, ich soll erstmal nicht mit dem reden, weil er momentan wohl nicht so ganz Herr seiner Sinne ist. Also wohl schnell aggressives Verhalten an den Tag legt und so weiter. Deswegen hatte sie mir empfohlen, da erstmal ja, ein bisschen Abstand von zu halten, bis sich die Lage beruhigt hat und dann sollte ich nochmal das Gespräch mit ihm suchen. Das hatte der Chief Justice mir auch ans Herz gelegt. Krishna, ich habe den gerade hier in meinem Büro, der bewirbt sich bei uns. Ja, genau. Ja gut, also, ja gut. Ich kann ihm keine Dienstwaffe in die Hand drücken, wenn er so eine Äußerung macht. Ja, also ich hatte das gestern mit seiner Frau beredet und sie meinte, wir sollen die Aussage mit, ich komme lieber nicht, weil sonst jag ich dir eine Kugel in den Kopf, nicht so ernst nehmen. Hm? Wo ich aber gesagt habe, ja gut. Erstmal nehme ich alles ernst, wenn sowas gesagt wird, ne? Alles klar, ich werde jetzt hier mal eine Gefahreneinschätzung machen. Ich habe den Mann direkt vor mir. Ja, reden Sie mal ein bisschen mit dem. Vielleicht ist er ja gar nicht so aggressiv, wie er Von seiner Frau gestern geschildert wurde. Mein Gott. Ach, okay. Weil sie meinte, er ist halt momentan nicht so wirklich Herr seine Sinne. Er legt wohl sehr aggressives Verhalten an den Tag. Und ja gut, das ist aber... sollten wir uns erstmal von ihm fernhalten. Verstehe. Gut, das war's schon. Das mehr brauchte ich nicht. Wir sprechen miteinander, okay. Krishna. Okay, gerne. Bis dann. Tschüss. Mr. Blomqvist. Ja, bitte. Wir müssen noch mal ein paar Worte wählen oder wechseln. Da geht es mir um den Vorfall im MD. Ja. Können Sie sich vielleicht vorstellen, worum es da geht? Negativ? Gar nicht. Nein, absolut nicht. Ich bin ein Freund offener Worte. Offener Worte, ja, weil Sie gesagt haben, Sie wollen auch immer wieder einen Ansprechpartner haben. Und ich will hier nicht ein Fass aufmachen, das vielleicht gar nicht existiert, aber wir müssen es klären, ansonsten ist das nicht möglich. Natürlich, ich habe vorliegend ein Gespräch gehabt mit jemandem, der versichert oder das Gefühl hat, dass eine Bedrohungssituation von Ihnen ausgeht. Mhm. Aufgrund von aggressivem Verhalten und eventuellen Aussagen, die Ihnen bis zu Mord interpretiert werden könnten. Zumindest zu einer gefährlichen Körperverletzung, Mr. Blomqvist. Interessant. Es ist für mich natürlich jetzt erstmal so, dass ich diese Aussage habe und nicht genau weiß, wie ich das bewerten soll. Mhm. Ist was für mich aber genau erstmal nicht geht, ist, dass ich Ihnen eine Dienstwaffe in die Hand drücke. Was Sie sicherlich verstehen. Mhm. Wissen Sie, was ich meine? Okay. Ja, dann werde ich gleich mal mit Frau Krishna reden, wer solche Äußerungen wohl getätigt haben soll. Wie kommen Sie jetzt auf Frau Krishna? Naja, es muss ja vom MD ausgehen. Von Frau Krishna habe ich gerade gar nichts gesagt. Ja, aber es muss ja vom MD ausgehen, wenn Sie sagen, dass da irgendwie bedrohlich irgendwas sein soll. Mr. Blomqvist, ich habe nicht den... Ich habe Frau Krishna... gerade das MD benannt. Richtig, aber Frau Krishna ist nicht das MD.
Das Frau Krishna ist nicht das MD. Ja, sie ist aber da die erste Ansprechpartnerin, oder nicht? Herr Blomquist, das macht jetzt natürlich keinen guten Eindruck. Nee, natürlich nicht, aber ich will das geklärt haben, weil solche Drohungen habe ich nie ausgesprochen. Dann tun Sie mir einen Gefallen. Okay, wir nehmen dieses Bewerbungsverfahren wieder auf, wenn Sie das geklärt haben und das in einem ruhigen, aufklärenden Gespräch stattgefunden hat, damit wir diese Missverständnisse aus dem Weg räumen können. Das sagt, das lässt Sie jetzt nicht schlecht dastehen, das pausiert das nur und dann schauen wir, dass wir dann weiterkommen. Kriegen wir das hin? Ja, natürlich. Fantastisch. Also ich bin da ja selbst gewillt, das zu klären, weil solche Äußerungen habe ich nie getätigt. Dann ist das ja ganz wichtig, dann ist das besonders wichtig. Ja, dann kommen Sie mit, ich bringe Sie noch nach vorne und dann klären Sie das bitte. Natürlich. Das kann er sich in die Haare schmieren. Ach, natürlich, das wird halt gar nichts. So. Jawohl. Dann klären Sie das bitte und wir sprechen dann zueinander nochmal. Melden Sie sich einfach natürlich. Nochmal. Alles ich danke Ihnen, Herr Blomquist. Jawohl, tschüss. Ja? Nochmal kurz zur Info, der ist hier gerade rausgelaufen. Ich habe gesagt, ich kann das unter diesen Umständen nicht machen. Ich möchte, dass da ein transparentes, ruhiges Gespräch stattfindet zur Klärung. Der kommt jetzt also auf Sie zu und wird das Gespräch suchen. Passen Sie bitte auf sich aus, machen Sie es im MD mit Leuten um sich rum, weil man ja immer noch nicht einschätzen kann. Und wenn das dann durch ist und das alles geklärt ist, können wir ja nochmal miteinander sprechen. Okay, super, alles klar. Ich bin gerade bis oben in Palito, da muss er sich halt nochmal kurz... Naja, das ist ja kein Problem. Der kommt jetzt auf jeden Fall auf Sie zu. Okay, alles klar. Dann danke schön, ich melde mich später dann nochmal. Bis dann. Okay, tschüss. Ja, ja. Ja, aber durch die Methode haben wir alle festhalten können. Ich habe vorne noch irgendwen gesehen. Gehört der auch noch zu der Bande? Nicht, dass ich wüsste. Also ich habe vorhin einen weggeschickt, weil ich nicht mehr wusste, wie lange sie noch brauchen. Ich habe gesagt, er sollte morgen nochmal wiederkommen, weil bei 5 Leuten... Ich verstehe schon. Ich gucke mir mal den vorne an. Ja. Sir, Ihr Name? Nicholson. Nicholson, sind Sie hier als Bewerber oder was kann man für Sie tun? Ja, richtig, genau. Sie sind als Bewerber hier. Haben Sie mit Mr. Brown gesprochen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hatte mit jemandem an der Rezeption vorne gesprochen und der hatte gesagt, ein bisschen Zeit mitbringen und dann meldet man sich bei Ihnen. Okay, alles klar. Mr. Moin. Privet. Ah, ist eine nette Begrüßung. Da? Ah, okay. Resnikova war das, ja? Da, richtig, Sir. Schön, Sie zu sehen. Kommen Sie klar? Da, mir wurde schon einiges gezeigt. Alles klar, gut. Bin ich fleißig am Lernen. Muss weiter zurück ins Gespräch, wollte nur los sagen. Natürlich, spasiba, Sir. Folgendes. Ich würde Ihnen empfehlen, Sie kommen gerne zum Gespräch zurück. Allerdings werfen Sie sich 1-2 Hustenbonbons rein. Es ist nämlich, entweder bei Ihnen ist ein Fenster offen oder es ist sehr, 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 sehr rau. Das ist die erste Sache. Und wenn Sie das gelöst haben, kommen Sie gerne wieder und dann können wir miteinander sprechen. Alles klar. Kriegen wir in den Griff. Ich danke Ihnen. Bis dann. Jo. Auf an. Muss ich schauen. Kann ich so nicht sagen. Wenn der gesprochen hat, hat er so ein hartes Grundrauschen drin gehabt. Ihr habt den normal gehört, aber ihr habt nicht drauf geachtet. Der hatte so ein unglaubliches Grundrauschen, also so wirklich krass. Das wurde auch immer lauter, je länger er geredet hat. Darum habe ich ihm gesagt, er soll sich das nochmal anhören und weggeschickt, damit er nochmal gucken kann. Und dann kommt er wieder, wenn er das gefixt hat, weil ich will ihn jetzt nicht... Ja, der soll das zumindest in den Griff kriegen. Ist mega das Rauschen da gewesen. Und da kann man zumindest nochmal sagen, hey, schau da bitte nochmal hin. Ja, aber das kriegt er schon in den Griff. Gut, Besprechung.
Haltet ihr Klingel? Viel Erfolg weiterhin, Mr. Herr Sakara, die strenge Glatze. So. Haltet ihr Klingel? Haltet ihr Klingel? Warum sagst du nicht Danke? Danke für was? Für Subs? Ich konzentriere mich während des EPs nicht so viel auf Subs. Ich mache das entweder am Ende oder gar nicht. Viele Leute supporten das hier einfach nur wegen dem Content. Und wenn sie Twitch Prime nutzen, dann ist das cool. Ich will aber nicht die... Ich will sozusagen, weil einer Twitch subscribe, Prime nicht die gesamte auch nach 12 Monate Geschichte hier sozusagen pausieren und jedes Mal sagen, hey, vielen Dank für den Sub. Das ist gerade in so einem Szenario nicht so gut. Ja? Aber vielen Dank auf jeden Fall für die Leute, die das tun. Twitch Prime is not a crime. Ich weiß das zu schätzen. Hämmer den Prime hier doch rein. Ich hänge den Prime ganz tief rein. Also, ich habe jetzt hier keine. Keine Erwähnung? Rein. Rein. Gibt jetzt hier keine. Hat ihr Klingel? Bin auch dabei, rein da. Jetzt habe ich das natürlich provoziert, ne? Big Fox, nee, Big Food, Big Food, Dankeschön. Vielen Dank. Wir haben gleich Besprechungen, ich mache mir gerade nur ein paar Notizen, darum bin ich so ruhig.
Hat es geklingelt? Hey. Smith? Presseraum, oder? Ja, ja, wir gehen in den Presseraum. Schimanski hat mir eine Mail geschrieben, der ist wohl irgendwie zurückgeflogen. Ist auf jeden Fall aus dem Dienst ausgetreten. Ja, also. Gut. Ja, nur dann, für Sie zur Information. Ich habe ihn gerade schon ausgetragen. Dann streiche ich den bei mir in der Liste noch durch. Alles klar. Da sind auch noch zwei andere Officer, die ich jetzt persönlich noch nie gesehen habe. Hm. Die sind PO1. Da müssten wir auch mal gucken, ob die heute da sind. Wenn die heute da sind, ist gut. Wenn nicht, dann würde ich sagen, ne? Ja. Das wäre, soll ich es Ihnen sagen, Karl? Nee, kleinen Moment. Das machen wir danach. Müssen wir separat sprechen, weil ich gerade noch ein paar Sachen machen muss davor. Hey, Ford? Ja, bitte. Fliegen Sie mal kurz in mein Büro. Uiuiui, ich bin jetzt schon wieder angestellt. Oh, ja. Hey, Ford, wir haben zwei Namen auf unserer Gehaltsliste, von denen ich noch nie gehört habe. Und ich wollte fragen, ob Sie da eventuell was zu haben. Moment. Mhm. Das ist einmal... Habe ich diesen Namen jetzt? Moment. Ich habe mir so viele Notizen gemacht. Ich kenne das. Und da neue Blöcke kaufen. Curtis Denver? Und Tyrone Bridger. Curtis Denver müsste Esti sein. Okay. Und Bridger ist der Passmann von Herr Bayport. Der müsste als Captain drin stehen, ne? Ja. Ehemalige Leitgarde Chief of Justice Fleming. Ich weiß aber nicht, ob der zurück in den Staat kommt, wenn der Herr Fleming jetzt umgesiedelt wurde, so wie Bayport. Oder ob der in Washington bleibt. Ja, dann kann ich bei Bridger auf jeden Fall sagen, Tyrone. Raus. Genau, das Captain. Ist jetzt erstmal raus. Soll man sich melden. Aber sollte der wiederkommen oder sich hier irgendwie melden, stellen Sie den Mann ein, bevor der aus der Tür raus ist. Ja, einer der fähigsten Männer, den ich jemals kennenlernen durfte. Curtis Denver aber noch nie gesehen. Habe ich noch nie gehört. Ich rufe mal kurz den Walker an. Ja. Also ich glaube, Curtis, den Vornamen habe ich schon mal gehört. Aber... Ja, bitte. Walker, Harris hier. Ja. Sagen Sie mal, sagt Ihnen der Name Curtis Denver was? Nein. Warum? Was ist das für ein Mann, der ist einfach wird von uns bezahlt anscheinend? Ja, warten Sie, ich stehe vor Ihrer Tür. Ach so, kommen Sie rein. Na, Wind. Walker, wer ist das? Wer ist dieser Mann? Ist eine gute Frage. Verdammte Scheiße. Gut, dann werde ich jetzt Maßnahmen ergreifen, dass das nicht... Lass ihn mal kurz prüfen. Curtis Denver. Sergeant. Ein Sergeant auch noch? Ja. Nee, der kann er ja nicht vom SD sein, wenn das Sergeant ist. Naja, aber vielleicht. Ich hatte nur einen Curtis und das war mein Undersheriff, der letzte Woche ausgereist ist. Alles klar. Gut, dann spreche ich jetzt hier mal die Kündigung aus und dann ist gut. Dann gehen wir jetzt ab im Presseraum. Ich mache da gleich schon nur meine Unterlagen, dann sind wir drin. Sehr gut. Bis gleich. Mahomes, Chief? Ja, ganz kurz, könnten Sie noch mit ansprechen, dass zur Geiselnahme vom Galaxy noch nicht alle Namen eingetragen worden sind? Aktenzeichen 22974. Steht auf dem schwarzen Brett? Das war von Freitag. Das ist, was im schwarzen Brett steht, ist von gestern. Okay, Aktenzeichen nochmal? 22974. Da haben wir die ganzen Zeugen hinten festgehalten und als sie freigelassen worden sind, sollten ja noch die Personalien aufgenommen werden. Das war die Geiselnahme im Galaxy. Haben. Richtig, genau. Habe ich mir aufgeschrieben. Commissioner. Perfekt.
Dann bis gleich. Sie sind sehr zufällig. Sie kommen auch mit zur Besprechung? Sie haben jetzt eine Besprechung, ne? Also ja. Mir egal, klar. Kommen Sie dazu? Wunderbar. Machen das im Presseraum. Ja, ja. So. Oh Gott, rappelvoll. Ich habe alle reinzitiert. Kriegen Sie auch gleich mal einen Bericht. An seinem ersten Tag. Herr Walker, hallo. Hm? Wir bekommen aktuell jetzt erstmal noch keinen Durchsuchungsbeschluss. Der Richter Fuchs muss also erst mit dem Chief of Justice sprechen. Okay, war gerade bei der DOJ. Ich bin ist das voll hier. So, für die Officer, die draußen stehen, bitte noch reinkommen. Hallo. Wir fangen dann jetzt an mit der Besprechung. Das letzte Mal, als ich dieses Pult betreten habe, hat es ein kurzes Erdbeben gegeben. Und Sie haben vielleicht alle ein bisschen darüber nachgedacht, wie die Zukunft dieses PDs aussehen wird. Egal, in welcher Uniform Sie stecken. Als ich das letzte Mal dieses Pult betreten habe, habe ich mir bewusst Gedanken darüber gemacht, was ich hier sagen werde. Und es war vielleicht einschüchternd. Das ist aber nicht so einmal. Ich habe Ergebnisse, Informationen für Sie, die für Sie alle relevant sind. Und deswegen gehe ich das jetzt ganz kurz durch. Fokuspunkt Ausbildung. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass der Head of Education, Herr Meyer, uns verlassen hat. Sowohl als auch andere Officer, zu denen ich gleich noch komme. Aber jetzt erstmal um die Ausbildung. Wir haben die Ausbildung neu aufgestellt. Darum kümmert sich jetzt ab sofort Sergeant Smith in Verbindung mit 13 FTOs bzw. Ausbildern. Das sind als Vertretung Sane. Dann haben wir dazu noch Madaki, Watson, O'Brien, Mahomes, Keith, Roosevelt, Malters, Quinn und Blake. Für Rekruten relevant, wenden Sie sich bitte an die zuständigen Ausbilder. Wir haben dazu auch jeden Freitag jetzt einen festen Termin für die Grundausbildung. Die ist 20 Uhr. Alle Rekruten, die heute eingestellt wurden, wenn die jetzt an dieser Besprechung teilnehmen, nach dieser Besprechung, vor diesem Raum, treffen für einen Rundgang mit der Frau Smith. Es werden weiterhin Konzepte optimiert. Das wird alles festgemacht. Ich habe sehr gut zugehört. Ich habe mit nahezu jedem Officer gesprochen. Es gibt gewisse Dinge, die man haben möchte, gewisse Dinge, die man nicht haben möchte, Vorstellungen. Und ich denke, wir kriegen das gut hin. Viel Praxis, wenig Theorie, viele Dinge, die man lernen muss. Für alle Officer da draußen. Wenn Sie einen Rekruten auf Streife haben, machen Sie nicht nur eine 10-12, sondern fragen Sie den, womit hat er Probleme? Geben Sie den an die Hand. Nehmen Sie Probleme auch auf und wenden Sie sich an die FTOs, an die Ausbilder, an die Frau Smith. Mit irgendwelchen Dingen, die Sie haben. Mit irgendwelchen Fragen. Departments. Sie haben sicherlich mitbekommen, dass hier einiges gestrichen wurde. Die PA, Public Affairs, wurde geschlossen. Highway Patrol ist inkludiert worden in Traffic Police, war ja vorne wirklich nicht da. Education wurde umgeformt. Auf Basis dieser Entscheidung wurde niemand entlassen. Die Officer, die gegangen sind, das waren Graham und Papadopoulos, haben sich dazu entschieden, eine Zukunft im Department of Justice wahrzunehmen. Sie werden also diese Officer, ehemaligen Officer, als Staatsanwälte oder Vertreter des Department of Justice immer mal wieder sehen. Sie haben ja sicherlich auch mitbekommen, dass Chief Justice Rain einiges an Änderungen erwirkt und änderungsbereitwillig ist und auch hier ist, bei Einsätzen dabei ist. Diesbezüglich möchte ich noch sagen, neue Befugnisse. Sie können sich darauf einstellen, dass wir im Rahmen dieser Woche vom Department of Justice Befugnisse bekommen, die uns die Möglichkeit geben, viel weiter zu gehen als die 60 Minuten, die sie den Tatverdächtigen unten in der Zelle gönnen, die dann konsequenzlos wieder rauslaufen und ihren nächsten Blödsinn machen. Das wird aufhören. Wir kennen allen die gleichen Leute, die da immer wieder stehen. Egal wie sie heißen. Da werden wir uns eng vom Zahn mit dem Marshall Service absichern, dass die zuständigen Zellen in der JVA auch freimachen können. Denn das wird passieren. Nichtsdestotrotz ist unser Hauptfokus in der Umstrukturierung dieses PDs, so wie es stattfindet jetzt, Deeskalation. Bürgernähe.
wir müssen nicht nur die Konsequenzen aufzeigen, sondern wir müssen diesen Kriegszustand, den wir da draußen haben, in dem wir uns befinden, wenn wir angespuckt werden, beleidigt werden, angegriffen werden, irgendwie Herr werden und habhaft. Und das schaffen wir nur durch ein professionelles Auftreten. Deeskalation. Das heißt, wenn Sie zum Taser greifen, greifen Sie da nicht alleine ran. Dann sind Sie mit Kollegen unterwegs. Wenn Sie in einer schwierigen Situation sind, sind Sie hoffentlich weise genug, dass Sie diese schwierige Situation nicht alleine begegnen, sondern mit Kollegen. Verlassen Sie sich nicht nur auf Ihren Streifenpartner, sondern auf alle Officer im PD. Alle Officer im PD. Und das ist mir scheißegal, was Sie für eine Uniform tragen. Ob da Sheriff vorne draufsteht, DTU vorne draufsteht oder Police vorne draufsteht. Ein Polizeidepartement. Wenn die Sheriffs in die Stadt kommen, um uns auszuhelfen, ist das ein Zeichen einer Polizei. Genauso wie wir den Leuten vor Ort unter die Arme greifen, greifen die uns unter die Arme. Diesbezüglich hatte ich heute ein sehr produktives Gespräch mit Sheriff Walker. Möchte ich auf jeden Fall danken, dass das stattgefunden hat. Da wird es aber auch noch konkrete Veränderungen geben. Nichtsdestotrotz, ein Polizeidepartement. Wenn Sie Probleme haben, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie etwas haben, das Sie besprechen müssten, dann haben Sie hoffentlich in der letzten Woche gemerkt, dass ich da bin. Dass ich für Sie da bin, dass Sie in mein Büro kommen können. Und ja, da ist eine Schlange vor, aber Sie stellen sich hinten an und ich arbeite das ab. Ich versuche jeden Tag hier meinen Beitrag zu leisten. Wenn Sie etwas nicht verstehen, kommen Sie zu mir. Vielleicht verstehe ich es auch noch nicht. Vielleicht habe ich über das Problem noch nicht nachgedacht. Wir besprechen das. Die Änderung des Aktensystems betreffen uns alle. Das ist noch ein weiterer Punkt, den ich besprechen möchte. Im Rahmen des Aktensystems gibt es einige Änderungen, die uns auch zukünftig betreffen. Ich habe Vorschläge gemacht, abrissmäßig. Ich habe vorgeschlagen, dass wir über das Leitstellensystem in jedem Polizeifahrzeug einen GPS-Tracker etablieren, damit die Leitstelle einfache Koordinationen hat. Ich habe vorgeschlagen, dass auch schon umgesetzt wurde. Danke übrigens nochmal an Captain Hall, der uns ausgeholfen hat in Rücksprache mit dem Commissioner, dass wir die Rekruten besser in der Leitstellenübersicht sehen. All diese Sachen werden sich aber trotzdem noch ändern. Tätowierungen. Viele von Ihnen da draußen haben vielleicht von mir gehört, dass der eine oder andere wegen seinen Tätowierungen entlassen wurde. Dass er Befürchtungen hat, dass es jetzt nicht mehr angepasst ist. Ich sag's Ihnen aber ganz ehrlich. Ich komme aus einer Zeit, in der das vielleicht noch ein bisschen konservativ betrachtet wird. Ich bitte Sie da um Verständnis. Es gibt keine Dienstanweisung, es gibt keine Vorschriften dazu, es gibt eine neue Uniform, die Sie freiwillig anziehen können oder eben nicht. Das liegt bei Ihnen. Ich versuche zu verstehen, warum das nicht so ist und wie man da liberaler mit umgehen kann. Da habe ich auch viele Gespräche geführt mit vielen Leuten. Bei Tätowierungen geht es eventuell auch um Bürgernähe. Das habe ich verstanden. Sehen Sie es mir nach, dass ich vielleicht ein bisschen altertümlich bin, was das angeht. Lassen Sie mich noch gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich möchte noch einen Hinweis in die Runde geben für die Officer, die bei der Geiselnahme im Galaxy beteiligt waren. Es gibt dazu eine Akte mit der Nummer 22974. Da fehlen wohl noch Berichte und Aussagen. Falls Sie am Galaxy waren, letzte Woche, am Freitag war es, soweit ich weiß, geht es darum, dass Sie da vielleicht noch was nachtragen. Aktenzeichen ist 22974. Last but not least, Fahrzeugpflege. Wir entschlacken das Polizeidepartement mit seinen bürokratischen Strukturen und so bedeutet es auch Sie, dass Sie Verantwortung bekommen. Wenn Sie ein Polizeifahrzeug haben und Sie das hier wieder in das Polizeidepartement zurückbringen, ist das vollgetankt? Ist der Status in Ordnung und sind überprüft worden, ob die Verbandskästen darin sind? Wenn keine Verbandskästen darin sind, bedienen Sie sich gerne im ehemaligen PA-Office an den hinterlegten Verbandskästen. Als direkten Kontakt kann ich Ihnen da diesbezüglich noch Frau Smith geben, die da einige aufgefüllt hat. Überprüfen Sie das. Wir wollen hier keine Situation haben, wo wir ein 1099 haben, fahren raus
Und dann gibt es ein Problem mit dem Tank. Weitere Informationen? Zögern Sie nicht aus aktuellem Anlass bei der Täterüberführung in das MD Verstärkung über die 1090 anzufunken. Wir haben ein vermehrtes Problem mit dem Fokuspunkt auf dieses Wochenende, dass da immer wieder Waffen verschwinden. Holen Sie sich Unterstützung, holen Sie sich Support, damit das überprüft werden kann. Und als letztes Wort will ich dazu noch sagen, herzlich willkommen an alle Rekruten und an die bestehenden Mitarbeiter. Kümmern Sie sich um die neuen Gesichter. Scheuen Sie nicht davor zurück, mit denen zu sprechen. Scheuen Sie nicht davor zurück, mit mir zu sprechen. Und dann kriegen wir das hier hin. Das war's, vielen Dank. Chief? Hm? Die PO1 noch, das hatten Sie noch vergessen. Ach so, eine Sache hatte ich tatsächlich vergessen, auch wenn ich mir Notizen gemacht habe. Alle Police Officer, die den Rang des PO1 haben, dürfen sich für ein persönliches Gespräch, ein positives persönliches Gespräch, wink, wink, bei mir im Büro melden. Also alle Police Officer 01. Ich glaube, das war's. Chief, darf ich noch eine Anmerkung machen? Bitte. Wenn wir irgendwelche Probleme mit verschwindenden Waffen oder sowas im ND haben, bitte notiert euch, welche Medics vor Ort sind. Die jetzige Chief of Medicine, Frau Krishna, steht mit der DTU eng im Kontakt. Und probiert daraus zu filtern, ob da irgendwo noch ein fauler Apfel im Department hängt. Wenn also irgendwelche Medics bei euch auffallen und da verschwinden Waffen, gebt uns das bitte mit, dann können wir das direkt mit der Leitung da besprechen. Ne? Das war schon. Sonstige Anmerkungen? Gut, vielen Dank für Ihr Erscheinen. Sie können zurück in den Dienst oder das Gespräch suchen. Die Rekruten bitte! Vor diesem Raum warten, nicht vergessen. Smith macht die Führung. Vielen Dank.